Guten Morgen, Freunde. Oh, jetzt filme ich wieder strack gegen die Sonne. Drehe ich mich doch direkt mal um. Ha, viel besser. Guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg. Wir sind schon gestern ungefähr 300 Kilometer da noch gefahren. Also wir waren gestern dann in der Werkstatt und haben unser Auto reparieren lassen. Es ist tatsächlich kein Totalschaden gewesen. Ich habe euch ja gesagt, eigentlich nehme ich euch mit, aber der Tag, der war so langweilig. Also, wofür soll ich euch da mitnehmen, wenn der Tag so langweilig ist, wenn er mich selber nur abfuckt? Ich meine, dann wollt ihr das Video euch bestimmt auch nicht angucken. Auf jeden Fall da vorne und die Polizei, glaube ich. Ja, es war eigentlich nur mehr oder weniger eine Kleinigkeit. Es hat $350 gekostet, das Auto reparieren zu lassen. Ja, ist ein bisschen doof, aber was soll man machen? Da fährt die Polizei. Einmal 1312 in die Kommentare. Jetzt Hashtag 1312. Auf jeden Fall, wir haben jetzt ungefähr noch 900 Kilometer bis nach Alice Springs. Wir wollen heute 600. Also ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Aber so 6 Stunden fahren wir. Bei uns wird man für 6 Stunden ungefähr 600 Kilometer weit kommen. Hier ist das ein bisschen anders. Bevor wir jetzt hier abhauen, guckt euch mal an, dieses Scheißloch. Hier wohnen wirklich Menschen. Hier gibt es sogar eine Schule. Sogar eine Tankstelle gibt es hier. Ja, ich weiß nicht, wie die hier leben können. Hier ist kein Handynetz. Also hier brauchst du auf jeden Fall kein iPhone. So, hier frage ich mich erstmal, wofür hast du ein iPhone? So vollkommen unnötig. Ja, aber ich würde sagen, ich zeige euch noch das Schlimmste hier an dem Ort. Also wir sind ja wieder so an so einem Rastplatz, wo du ein paar Stunden pennen kannst. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal hier die Toilette. Ihr kriegt's kurz. Boah, Freunde, zieht euch da rein. Lecker Schmecker. Guck mal, hier kann man sogar duschen. Hat mal richtig Bock, duschen zu gehen. Oh, lecker. Oh, ein bisschen Klopapier ist noch hier. Oha. Na, wer würde hier gerne einen abseilen? Sieht doch lecker aus, oder, Freunde? Ja, ich würde sagen, Video ist jetzt schon wieder zu lang. Wir machen uns direkt mal auf den Weg. Und dann hoffen wir, dass es gleich wieder warm wird. Hier ist morgens so voll kalt und dann auf einmal brennt sich die Sonne weg. Ich würde sagen, wir fahren los. I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Started my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ey. Freunde, wenn du wirklich in der Pampa angekommen bist, merkst du dann, wenn es nicht mal mehr eine Straße gibt. Scheiße, ey. Und 30 km/h ist es schon zwischen der ganzen Auto fällt auseinander. Alles am Quietschen, alles am Rappeln. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir versuchen mal hier wieder rauszukommen. Kann nur 500 Kilometer dauern, bis wir wieder eine Straße finden. Okay, Freunde. Ja, guten Morgen, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, diesen Platz hier, den kennt ihr. Den kennt ihr, glaube ich, von gestern. Ja, wir mussten leider umdrehen. Warum mussten wir umdrehen? Ich würde sagen, die Straße hat unser Auto ein bisschen auseinandergenommen. Nein, also irgendwann hat die Straße komplett aufgehört. Dann war halt nur noch so Schotterweg und dann konnten wir nicht schneller wie 20 km/h fahren. Und dann die ganze Zeit so duf, 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 duf. Mit 20 km/h ging mega auf den Sack. Dann kamen noch diese ganzen LKW-Spuren, die mega tief waren, wo unser Auto gar nicht durchgekommen ist. Ja, da hat alles an unserem Auto sich verbogen. Ja, also da sind wir immer fast stecken geblieben. Da haben wir uns irgendwann dafür entschieden, dass wir rumdrehen, weil es gibt noch andere Wege nach Alice Springs. Auf jeden Fall haben wir dann so gut 2 Tage Autofahren umsonst. Aber was will man machen, kann man ja vorher nicht wissen. Hat uns auch keiner gesagt. Ja, wir fahren jetzt zur nächstgrößeren Stadt, von da, wo mehrere Wege dahin führen. Da werden wir dann mal fragen, ob alle Wege dahin keine Straße haben oder ob das der einzige Weg war, weil da sind auch wirklich nur so Autos, die fahren mit Allrad und so richtige Jeeps und so.
Na, so dumm wie wir war keiner da. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt in die nächste Mount Isa heißt die, glaube ich. Da werden wir jetzt wieder hin zurückfahren. Da werden wir uns da mal ein bisschen schlau machen. Touristeninformationen und so. Und dann würde ich sagen, sprechen wir weiter. So, Freunde, da sind wir schon wieder. Wir sind jetzt in Mount Isa und wir haben uns jetzt, jetzt habe ich mich voll versprochen hier. Wir haben jetzt herausgefunden, dass nach Alice Springs nur eine befahrbare Straße gibt für normale Autos. Also hat es was gebracht, um zu drehen. Wir kennen jetzt, es sind glaube ich zwei Highways, die man fahren muss. Die wissen wir jetzt auf jeden Fall. Aber woher soll man das auch vorher wissen? Voll vielen Leuten gesagt, ja, wir fahren nach Alice Springs und so. Niemand von hier hat gesagt, ja, mit deinem Auto kannst du aber nicht daher fahren. So. Also danke für nichts, hättet ihr auch mal sagen können, wenn nicht schon die Leute voll quatscht. Auf jeden Fall, jetzt schreibt mir gerade dieser Typ von dem Autoverleih, wo wir unseren Mietwagen her hatten, ne, dass ich irgendwelche Gebühren nicht bezahlt hätten, obwohl die alles automatisch abgebucht haben. Ja, also ich habe meine Kreditkarte da angegeben, die haben alles automatisch abgebucht. Jeder hier will irgendwie Filme machen. Die wollen nicht alle abzocken hier, ey. Keine Ahnung. Was für, wenn ihr hier wart, habt ihr auch so Erfahrungen gemacht. Irgendwie will jeder nur mein Geld. Fuckt mich voll ab. Ja, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall hier auf so einem Parkplatz. Wir haben vollgetankt, Scheibe ist sauber, Auto ist am Streckig wie Sau. Und jetzt werden wir uns auf den normalen Highway begeben, wo hoffentlich dann auch eine Straße ist. Und wenn da keine Straße ist, bin ich nicht so drum und fahre wieder erstmal 200 Kilometer da rein mit 20 km/h. Sondern drehe direkt wieder um und fliegt dann mit dem Flugzeug dahin oder keine Ahnung, irgendwie muss man ja dahin kommen. Ja, Freunde, Speicherkarte ist auch bald voll. Leider habe ich keine neue gefunden. Fliegen gehen mir auch auf den Sack. Vielleicht denke ich auch. Nee, keine Ahnung. Okay, Freunde, wir fahren los. Freunde, ich bin jetzt extra hier rüber gelaufen, weil ich dachte, dass hier wäre eine Bank. Das sah von unserem Auto aus, als ob da eine Bank wäre. Aber ich muss aus der Sonne raus ein bisschen. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Rastplatz angekommen. Hier werden wir heute Nacht bleiben. Von hier sind noch knapp 800 Kilometer bis nach Alice Springs. Und die Straße hier ist ja sowas von langweilig. Hier ist ja, hier gibt es zwei Spuren. Hier ist geteert, das ist voll easy hier. Und wir sind erst durch die Pampa gefahren. Ich bin mittlerweile froh, dass wir jetzt daher gefahren sind, weil sonst hätte ich das niemals kennengelernt. Weil hier gibt es kein Tier auf der Straße. Hier ist alles ganz normal, außer dass hier halt Wüste ist. So mäßig. Ja, Freunde, da ich nicht mehr so viel Speicherplatz habe und eben keine Speicherkarte gefunden habe, würde ich sagen, dass jetzt nur 800 Kilometer bis nach Alice Springs sind. Und ja, ich weiß nicht, soll ich euch jetzt mal wieder dieselbe Straße zeigen? Ich sagen, wir sehen uns in Alice Springs wieder. Ich grüße euch alle in Deutschland. Ich gehört habe, habt ihr auch 30 Grad. Gönne ich euch von Herzen. Schlägt eure Ohren. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Alice Springs. Und ja, bleibt gesund, Freunde. Haut rein.